يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله. الله تعالى sagt in seinem Buch, sagt gewiss, mich hat mein Herr zu einem geraden Weg geleitet, einer richtigen Religion, dem Glaubensbekenntnis Ibrahims als Anhänger des rechten Glaubens und er war keiner der Götzendiener. Sag gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Weltbewohner. Er hat keinen Teilhaber, dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste, der ihm ergeben ist. Das Opfern von Tieren ist eine Form der Anbetung, die Allah Ta'ala uns auferlegt hat, um sich hier mit ihm anzunähern, genau wie das Gebet und das Fasten. Vielmehr kann man das Opfern von Schlachttieren als eine der erstklassigsten geltlichen Anbetungen betrachten. Das unterliegt folgenden Gründen. Erstens, es ist an sich ein Gehorsam. Zweitens, es beinhaltet den Einsatz von Vermögen, das jedem Menschen lieb ist. Man gibt etwas aus und das auch noch beglückten Gemütes und hinzu kommt, besonders wenn man eigene Tiere opfert, dass man eine Liebe zu ihnen empfindet und das wiederum sorgt für einen Schmerz in der Seele bei der Aufopferung dieser Tiere. Drittens kommen noch Dinge hinzu, die bei der Opferung neben dem Iman und der Aufrichtigkeit auftreten, nämlich die feste Gewissheit und die guten Hoffnungen und Erwartungen von Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hat uns die Opferschächtung mit seiner Aussage auferlegt, so bete zu deinem Herrn und opfere, bete das Eid-Gebet und opfere die Udhiyya. Zum Eid zu opfern ist eine empfohlene Sunna. Es ist keine Pflicht, es ist empfohlen, dies zu tun. Es ist empfohlen, dies zu tun für diejenigen, die die Nähe Allah Ta'alas suchen. Sie ist eine abrahamitische Sunna. Allah Ta'ala erlöste mit ihr Ismail vor dem Tod und erlöste Ibrahim von einem zerstreuten Herz. Und das ist das Geheimnis dieses Befehls. Allah Ta'ala befahl Abraham, seinen Sohn zu opfern, sein Herz und sein eigenes Fleisch und Blut. Denn als Ibrahim Allah Ta'ala um einen Sohn bat, und er ihn auch bekam, da hat sich ein Teilbereich seines Herzens an den Sohn gehangen. Und die Khulla, das heißt das Khalil-Sein, die absolute Liebe, erlaubt keine Spaltung oder Teilung. Und hier hat der Khalil um den Khalil geeifert. Es soll in seinem Herzen keinen Ort für andere geben und befahl ihm, seinen Sohn zu opfern, damit der Konkurrent aus seinem Herzen verschwindet. Als Ibrahim a.s. sich daraufhin auf diesen Befehl eingestellt hatte und entschlossen war, war bereits erreicht, was damit bezweckt wurde und es blieb in der Opferung seines Sohnes kein weiterer Sinn mehr. Darum kam Allah Ta'ala dem auch dazwischen und erlöste Ibrahim mit einem Opfertier und Ismail mit einem Opfertier und sagte zu Ibrahim: O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Das heißt, du hast gehandelt, wie es jemand tut, der an die Wahrhaftigkeit einer Sache glaubt. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Das heißt, wir belohnen den, der zum Gehorsam eilt und schenken ihm Augentrost, genauso wie wir es dir auch schenkten. Es ist empfohlen für den, der opfern möchte, mit dem Eingang des Monats Dhul-Hijjah nichts mehr von seinen Haaren oder von seinem Körper zu entfernen, bis er das Tier geopfert hat. Umm Salama radiyallahu ta'ala anha berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Schlachtopfer hat, also wer opfern möchte, der soll nichts von seinen Haaren oder Fingernägeln nehmen, sobald die Sichel von Dhul-Hijjah gesichtet wurde, bis er sein Opfertier geschächtet. Das ist aber nicht verpflichtend, sondern erwünscht. Wenn es dir dein Vermögen erlaubt,
dann solltest du ein Stück Kleinvieh, das heißt eine Ziege oder ein Schaf, schächten, und das genügt für eine Person und seine Familie, für die er aufkommt. Großvieh wie Kamele und Kühe genügen 7 Personen. Die Opfertiere haben auch Altersvorschriften. So darf ein Schaf nicht jünger als ein halbes Jahr sein, Ziegen müssen mindestens 1 Jahr alt sein, Kühe 2 Jahre und Kamele 5 Jahre alt. Dazu gibt es auch zeitliche Auflagen. Die Schächtung muss nach dem Eid-Gebet stattfinden, nicht vor dem Eid-Gebet, und hält dann bis zum Sonnenuntergang des 3. Tages an. Al-Bara berichtet, mein Onkel Abu Burda hat das Opfertier bereits vor dem Festgebet geschlachtet, vor dem Eid. Da sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer vor dem Festgebet geschlachtet hat, der hat für sich selbst geschlachtet. Das ist Essen, keine Opferung. Und wer nach dem Festgebet geschlachtet hat, der hat sein Opfer richtig dargebracht und nach der Sunna verfahren. Wenn du etwas für Allah Ta'ala ausgibst, dann geize nicht, denn in Fakt geizst du nur mit dir selbst. Denn was du auf dem Weg Allahs ausgibst und somit vorausschickst, das bleibt für dich als Aufgespartes bewahrt. Was du aber davon verbrauchst, das ist zwar dein Hab und Gut, aber bis zum Tage der großen Armut wird es nicht bleiben. Bleiben wird nur, was du vorausgeschickt hast und in dein Konto der Akhira eingezahlt hast. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam las die Aussage Allah Ta'alas: Ablenken tut euch, oder das Streben nach immer mehr lenkt euch von Höherem ab. Und dann sagte er zu diesem Vers: Der Sohn Adams spricht, mein Besitz, mein Besitz. Was kannst du denn besitzen, O du Sohn Adams, außer einer Mahlzeit, die verschwindet, einem Kleidungsstück, das du abtragen könntest, oder einer Sadaqa, die du vorausschickst? Das ist das Bewusstsein, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Herzen seiner Gefährten pflanzte. Schau dir an, wie er ihre Einstellungen um 180 Grad wendete. Als Aisha radiallahu ta'ala sagte, oder Aisha berichtet, wir haben ein Schaf geopfert. Da fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ist denn davon übrig geblieben? Hier ist das Verständnis über das Übriggebliebene. Daraufhin sagte sie, alles ist gegangen außer die Schulter. Nichts außer den Schultern ist geblieben für uns. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist außer den Schultern alles für uns geblieben. Außer den Schultern ist alles für uns geblieben. Bleiben wird, was du vorausgeschickt hast, und vergänglich ist, was du konsumiert hast. Daher sollten wir bei dem Ausgeben auf dem Weg Allahs nicht gerade das geben, was wir selbst nicht mehr gerne hätten. Nicht die dürftigsten und entbehrlichsten Dinge für Allah Ta'ala ausgeben. Allah Ta'ala sagt, O die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen, aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechteste davon aus, während ihr selbst es nicht nehmen würdet. Wenn wir für Allah Ta'ala etwas ausgeben, dann ist es oft das Geringste und Dürftigste. Aber trotzdem denkt man 1000 Mal darüber nach und zittert dabei und wiegt sich in seiner feinen Couch nach links und rechts und überlegt, ob vielleicht nicht 5 Euro schon zu viel sind. Wenn sich aber eine Möglichkeit ergibt, seine überschüssigen Triebe zu stillen, dann überlegt und hadert man nicht. Nicht eine Sekunde und gibt Hunderte und Tausende Euros aus. Ist das die Eigenschaft eines Gläubigen, der an die Vergeltung und vielfache Entlohnung des Jenseits glaubt? Oder ist das die Eigenschaft eines Ungläubigen, der nicht an die Versprechen Allahs und seiner schönen Vergütung glaubt? Wie dem auch sei, die Opfertiere dürfen bestimmte Formen von Mängeln und Krankheiten nicht haben. Sie sollten frei von Geburtsfehlern und Krankheiten sein. Details werde ich hier nicht übersetzen. Die letzte Sache: Wie ihr wisst, ist es empfohlen, das Fleisch in 3 Drittel aufzuteilen. Ein Drittel für sich selbst, ein Drittel wird verschenkt an Freunde und Bekannte, ein Drittel wird an die ärmeren Menschen abgegeben. Das ist aber nur der Fall, wenn es keine Not oder sonstige Umstände gibt. Sollte es aber viele Arme oder Notsituationen geben, dann ist es natürlich angebracht, mehr davon oder das ganze Tier zu verschenken und spenden. Ihr wisst auch, was manche Länder gerade an Hungersnöten und
Epidemien durchmachen, an denen einige Tyrannen durch ihre Interventionen mitverschuldet sind. Im Jemen gibt es neben der blutigen Operation Entscheidungssturm auch eine stürmische Jahrhunderts-Hungersnot in Somalia, Syrien, Afghanistan, Pakistan und mehr. Uns geht es eigentlich ganz gut. Es gibt niemanden hier, der an Hungerskrämpfen leidet oder an Unterernährung stirbt. Wenn man ehrlich ist, ernähren sich viele von uns in maßlosem Überschuss und Fleisch wird beinahe jeden Tag verspeist. Wir haben sicherlich auch bedürftige Menschen unter uns, aber niemanden, der an Hungersnot leidet oder daran stirbt. Darum solltet ihr schauen, dass ihr eure Schlachtopfer in die Krisengebiete schickt, also dort jemanden beauftragt, der das für euch opfert, entweder Bekannte oder Organisationen. Und wenn das nicht möglich ist, dann solltet ihr die Gelder dorthin spenden. Allahumma rabban nas, anzil rahmatan min rahmatik, alayna wa alal bu'asai min ummatina. Allahumma afid alayhim wa alayna sabran. Allahumma ja'alna shakirina li ni'amik. Allahumma kshif al-ghumma an al-umma. Allahumma farrij al-kurba. Allahumma farrij al-kurba. اللهم فرج الكربة اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وزدنا إيمانا وتقا وغنا وهدى اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكسل وسوء المنقلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقي التنبيه على صلاة العيد تكون يوم الثلاثاء على السابعة ساعة السابعة. الصلاة العيد wird am Dienstag um 7 Uhr hier in der Moschee stattfinden. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الإسلام قد قام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.